Seit tausenden von Jahren nennen wir die Erde unser Zuhause. Wenn wir jedoch nichts unternehmen, wird sie bald schon zu unserem Gefängnis werden. Eine verbrecherische Elite, welche sich aus einflussreichen Bankern und Besitzern großer Konzerne zusammengesetzt hat, lenkt unsere Welt aus dem Verborgenen heraus. Und diese Weltverschwörer sind nicht mehr weit von ihrem ultimativen Ziel entfernt. Erstens, die Errichtung einer Eine-Weltregierung, welche von einer oligarchischen Elite dominiert wird. Zweitens, die Implementierung einer globalen elektronischen Währung, um die Menschheit in zwei Lager zu spalten. Sklaven und Sklavenhalter. Drittens, Implementierung eines RFID-Chips in jede Person mitsamt allen relevanten biometrischen sowie persönlichen Daten und die darauffolgende Verknüpfung der elektronischen Währung, die diese Person besitzt, mit dem Chip und somit die totale Kontrolle über die Bevölkerung zu erlangen. Viertens, globale Bevölkerungsreduktion, um diese leichter kontrollieren zu können und um die Verwaltung von natürlich vorhandenen Rohstoffen zu erleichtern. Die Hochfinanz ist im Begriff, den Traum aller großen Verbrecher zu verwirklichen. Absolute Dominanz über den Planeten auszuüben. Für immer. Schachmatt für die Menschheit. Wie lässt sich all dies für die Weltverschwörer verwirklichen? Mit Hilfe von drei strategischen, simultan ablaufenden Schachzügen. Erstens, finanzieller Kollaps. Die Elite wird eine große internationale Finanzkrise auslösen, welche in einen ökonomischen Kollaps münden wird. Der Euro, Fettdollar und so weiter werden dabei zerstört, entwertet. Danach werden Millionen in Europa und in den USA ihre Arbeit und Ersparnisse verlieren. Sobald die Proteste anwachsen werden, Weltverschwörer ihre Provokateure benutzen, um eine chaotische Lage herbeizuführen, welche den Einsatz von Kriegsrecht, Militärpräsenz auf den Straßen und so weiter rechtfertigen soll. Die respektiven gesellschaftlichen Zusammenbrüche in Europa und den Vereinigten Staaten werden unterschiedlich ablaufen. In der EU wird man die Idee propagieren, dass kein souveränes Land die Krise allein überstehen kann. Eine zentralisierte europäische Regierung wird ins Leben gerufen. Staatliche Souveränität wird auf ein Minimum reduziert, während man öffentliche staatliche Einrichtungen zunehmend privatisieren wird. Großkonzerne werden mehr und mehr traditionelle Aufgaben des Staates übernehmen. Die politischen Marionetten werden zum eigentlichen Sündenbock gemacht. Einige Banker und Politiker werden zudem öffentlich vor Scheingerichte gezerrt. Von der Elite kontrollierte Protestführer werden medial beworben, um die Illusion demokratischer Gerechtigkeit und allgemeiner Hoffnung aufrechtzuerhalten. Die europäische Regierung wird mit Technokraten besetzt, die die alte Klasse von korrupten, greisen und ineffizienten Marionetten nahtlos ersetzen werden. Ein scheinbar demokratischer europäischer Großstaat wird errichtet, welcher jedoch hinter den Kulissen von den Weltverschwörern regiert wird. In den USA verursacht die Krise schwere soziale Unruhen. Bewaffnete Gruppen nehmen den Kampf gegen den Staat auf. Viele davon werden dabei von der Elite selbst kontrolliert. Zahlreiche Kriegsverbrechen und Massaker während des Bürgerkriegs folgen. Die US-Regierung verhängt daraufhin das Kriegsrecht auf föderaler Ebene, um die Kontrolle zurückzugewinnen. FEMA-Camps werden im ganzen Land errichtet. Dissidenten und Protestierer, denen man dominionistischen Terrorismus vorwirft, werden dort festgehalten. Es folgen Massenverhaftungen und Repressalien im Namen der Sicherheit, ein faschistischer Polizeistaat unter amerikanischer Flagge. Die Strategie des ökonomischen Kollapses kulminiert schließlich mit der Einführung von staatlicher Zwangsarbeit in den USA und Europa. Die Menschenmassen, welche unter ärmlichsten Bedingungen leben werden, werden gezwungen, für den Staat zu arbeiten und erhalten dafür im Gegenzug Nahrung und Unterkunft. Die mit Abstand asozialsten Individuen werden auserwählt, um Kontrollaufgaben als Soldaten oder Polizisten durchzuführen und die Bevölkerung zu unterdrücken. Der Staat fördert Denunziation und Misstrauen unter den Bevölkerung und bietet den Denunzianten persönliche Vorteile und Aufstiegschancen an. Inmitten der Verwirklichung des finanziellen Kollapses startet dann die zweite Strategie der Weltverschwörer, Epidemie und Gesundheitskrise. Eine Epidemie wird freigesetzt, um den Prozess der Bevölkerungskontrolle zu beschleunigen. Die Massenmedien spielen die Situation weiter künstlich auf,
und generieren so eine Massenpanik. Alle Demonstrationen werden unter dem Vorwand untersagt, dass diese helfen würden, die Epidemie weiter zu verbreiten. Epidemie wird benutzt, um sich leise und hinterrücks der größten politischen Dissidenten zu entledigen. Mit zusehender Verbreitung der Epidemie werden die Behörden behaupten, dass der einzige Weg, diese zu kontrollieren, die Implantierung eines RFID-Chips sei, da dieser etwaige neue Ausbrüche schneller als herkömmliche Methoden vorhersehen könne. Dieser implantierte Chip wird auch zur Speicherung aller personenbezogenen Daten des physischen und psychologischen Profils sowie aller elektronischen Zahlungsmittel verwendet werden. Es wird behauptet werden, dass physisches Geld zur Verbreitung der Epidemie beiträgt. Physisches Geld wird aufhören zu existieren. Die Bürger werden nun dazu konditioniert, folgende Vorstellung zu akzeptieren. Der Chip ist das einzige legitime Zahlungsmittel. Der Chip sichert mir meinen Zugang zu staatlicher medizinischer Versorgung. Kein Chip implantiert zu haben, bekommt ein Todesurteil gleich. Im Zusammenspiel mit dem Internet, Cloud Computing System und so weiter wird dieser RFID-Chip den Ausgangspunkt für die ultimative Kontrolle der Massen darstellen. Jegliche Informationen werden in entlegenen Datenzentren zusammengefasst und entziehen sich damit der Kontrolle der Bürger. Der Chip kombiniert mit der zu diesem Zeitpunkt bereits monopolisierten Struktur des Internets wird damit zum Orwellschen Big Brother. Der dritte Schachzug der Weltverschwörer lautet Krieg. Die erste Phase beinhaltet regionale Konflikte. Während des Finanzkollapses und der Implementierung von Maßnahmen der Bevölkerungskontrolle haben regionale Konflikte im Mittleren Osten, Afrika und Lateinamerika rasant an Fahrt aufgenommen. Diese Konflikte und Stellvertreterkriege würden zeitgleich von einer erneuten Terrorattacke unter falscher Flagge ausgelöst oder auch davon beschleunigt werden. Dies wiederum führe zum Zusammenbruch der Börsen, führe zu dem finalen Todesstoß für die restlichen Volkswirtschaften darstellen. Im Falle einer biologischen Terrorattacke würde es den Beginn der Epidemie markieren. Während dieser Phase konfrontieren sich die Großmächte noch nicht direkt militärisch, ähnlich wie in Stellvertreterkriegen in Vietnam, Korea oder Afghanistan. Während Phase 2 wird der Dritte Weltkrieg ausgelöst. Nach mehrjährigen regionalen Konflikten und nachdem die totale Bevölkerungskontrolle ganz oder teilweise realisiert wurde, bricht der von den Weltverschwörern bereits lange im Voraus geplante Weltkrieg zwischen den relevanten Großmächten und deren Verbündeten aus. Trächtliche, meist gewaltsam eingezogene Teile der Bevölkerung werden in einen chaotischen und zerstörerischen weltweiten Krieg geschickt. Nukleare, chemische und biologische Massenvernichtungswaffen kommen in mehreren Metropolen weltweit zum Einsatz, um die Bevölkerungszahl weiter zu reduzieren. Die Verkündung eines Weltfriedens markiert den Beginn von Phase 3. Der Weltkrieg endet, sobald eine Reihe von charismatischen, von der Elite kontrollierten politischen Führern als die spirituellen Retter der Menschheit die Bühne betreten. Es wird ein Friedensvertrag basierend auf der Vereinigung aller Nationen unter einer Eine-Weltregierung unterzeichnet werden. Die Überlebenden, zermürbt vom Krieg und längst schon geistig gebrochen, akzeptieren die Gründung der NWO Eine-Weltregierung, welche von einer nicht greifbaren, quasi göttlichen Elite kontrolliert wird. Den Weltverschwörern steht nun eine unterwürfige und kontrollierbare, von Hochtechnologie überwachte Masse an Sklaven zur Verfügung, über die sie frei herrschen können. Jegliche Form von Widerstand ist buchstäblich ausradiert worden. Die geschätzte Gesamtdauer für die Verwirklichung eines solchen Prozesses beträgt 10 bis 30 Jahre. Unsere Welt befindet sich am Rande totaler Versklavung und Zerstörung. Wir werden von einer Elite bestehend aus Psychopathen, die jeglichen Respekt für menschliches Leben vermissen lassen, regiert. Diese Elite folgt einer Kaste skrupelloser und korrupter Schergen, die bereit sind, alles zu tun, um ihre Machtposition zu festigen. Werden wir es diesen verrohten Schergen gestatten, uns zu kompromittieren, oder sind wir stattdessen bereit, für unser aller Überleben zu kämpfen? Um die Pläne der Weltverschwörer durchkreuzen zu können, müssen wir diese vier Ziele unmittelbar vor Augen haben. Erstens, Polizei und Militär müssen daran erinnert werden, dass sie das Volk und nicht die Elite zu schützen haben. Zweitens, die Massenmedien müssen attackiert und zeitgleich diskreditiert werden. Die im Auftrag der Elite verbreitete Lüge müssen explizit aufgedeckt und widerlegt werden. Drittens, die politische Kaste, welche den Weltverschwörern in die Hände gespielt hat, muss ausnahmslos zur Rechenschaft gezogen und dafür bestraft werden. Sie muss die Macht des Volkes fürchten lernen, für alle Zeit. Viertens, Verhinderung eines großflächigen Einsatzes des RFID-Chips, einer der Schlüsselpunkte. Was lässt sich auf der persönlichen Ebene bewegen? Erstens, so viele Leute wie möglich über die Pläne der Elite aufklären. Zweitens, die Lügen der Massenmedien aufzeigen, sie mit ihren eigenen Waffen schlagen.
Drittens, widme eine Stunde pro Tag dem Kampf gegen die Pläne der Elite, so als würde es sich um eine ganz persönliche Herausforderung handeln. Viertens, befreie dich geistig von falschen Werten und Statussymbolen, die dir das System über Jahre hinweg als akzeptabel und begehrenswert eingetrichtert hat. Fünftens, folge nicht blindlings irgendeinem falschen Führer, der vorgibt, nur dein Bestes zu wollen. Sei du selbst der einzige Souverän über deine eigene Handlung. Sechstens, vermeide Hass auf andere Ethnien. Es handelt sich um eine Falle der Weltverschwörer, die dazu dient, alle Menschenrassen gegeneinander auszuspielen. Siebtens, lasse nicht zu, dass sich die Elite in einen ihrer schmutzigen Kriege schickt. Wenn du eine Waffe in den Händen hältst, dann nur gegen die Elite gerichtet, um die Freiheit zu verteidigen. Achtens, zurzeit sind die meisten Regenten auf dieser Welt als illegitim zu betrachten. Darum verweigere ihnen den Gehorsam, so viel es dir nur irgend möglich ist. Nachwort. Seit tausenden von Jahren nennen wir die Erde unser Zuhause. Du wurdest im Glauben gelassen, dass du lediglich ein winziges, unbedeutendes, kleines Sandkorn bist. Eine Ameise in Ameisenhügel der Menschheit. Du wurdest im Glauben gelassen, dass du dich nicht von anderen unterscheiden darfst, keine eigenen Entscheidung ohne vorige Erlaubnis treffen kannst. Dass du dich nicht verteidigen kannst oder deine Meinung frei äußern kannst. Man hat dich glauben lassen, dass du keinen Wert besitzt. Man hat dir beigebracht, dass du nur ein bescheidenes Leben mit bescheidenen Ambitionen leben kannst, erkauft in einem von ihren Geschäften. Dass deine Zeit auf dieser Erde keine Spuren hinterlassen wird, dass sich das Universum nicht darum schert, was mit dir geschieht. Dass du lediglich eine Statistik bist, eine Nummer auf einem Schirm, die sich mit Leichtigkeit ausradieren lässt. All das ist eine Lüge. Wenn du in der Lage bist, aufzustehen, aufrichtig zu lieben und zu kämpfen, ist bereits eine einzige deiner Fingerspitzen mehr wert als die Köpfe aller Herrscher dieser Welt. Sei dir der Tatsache bewusst, dass du als Protagonist in der wichtigsten Zeit deines Lebens, während einer der entscheidenden Epochen menschlicher Geschichte, lebst. In dieser stürmischen Zeit kannst du entscheiden, ob du ein Schaf sein willst, das nur zur Schlachtbank geführt wird, oder ob du als jemand in die Geschichte eingehen willst, der bis zum letzten Atemzug gegen die Versklavung und Zerstörung der freien Menschheit gekämpft hat. Es ist an der Zeit, den wahren Wert zu zeigen, der dir innewohnt.